Hallo Freunde, mein Name ist Jule. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe gedacht, ich fange jetzt aber mal an zu vloggen. Wir haben heute Montag und es ist schon abends. Ich glaube 20 vor 8. Nee, schon 8 Uhr ist es. Ja. Hallo! So, ich bin jetzt, wir haben schon wieder den nächsten Tag. Rieke macht sauber. Ja, sonst macht Jule das ja nicht. Die genau. Das ist mein T-Shirt. Welches? Nein, das ist das. Nein. Wollen wir mal ganz kurz meine Eyeliner appreciaten? Wow! Ich gehe mal kurz in die Sonne. Nicht Sonne. Im Fenster. Ich stelle euch mal kurz hier ab. Oh Mann, das letzte Mal hat das richtig gut funktioniert. Aber das ist auch dahinter gefallen. Wie wir. Ich habe übrigens wieder meinen Zopf drin. Weil ich liebe es ja ab und zu mal längere Haare zu haben. Problem ist, ich habe schon wieder brutalen Ansatz. Brutal. Aber ich habe irgendwie Angst, es zu färben. Weil meine Haare ja schon Schrott sind. Der Zopf ist so. Also den habe ich schon öfter getragen. Deswegen sieht er nicht mehr ganz geil aus. Und ich habe ihn noch abgeschnitten. Also, nee. Ja, der ist so. Bei dem ist das eigentlich einfach ganz gut, weil meine Haare haben ja oben auch nicht die gleiche Haarfarbe überall. Und der ist halt auch so ein bisschen gemixt, deswegen. Ey, man sieht, das ist unecht, aber er ist auf dem halben nächsten Blick. Genau. Mir ist halt übrigens aufgefallen, dass mein Hals richtig ugly aussieht. Also es kommt von Selbstfreunde, wenn ihr es sehen könnt. Weil sich immer so an manchen Stellen, die richtig trocken sind, der Scheiß so ab. Also, ja, ich habe ein Abschminktuch in der Hand, weil sich zum Schminken oder so, wenn man ja auch so um den Hals geht. Also eigentlich schminke ich das immer mit ab, aber ich glaube vom Selbstbräuner bleibt das da immer irgendwie mit dran. Und dadurch sieht das richtig krass fleckig aus. Mein Gesicht auch. Also seht ihr, ne? So meine ganze Haut. Weil ich das jetzt ja schon irgendwie eine halbe Woche oder so drauf habe und vom Duschen, weil ich echt oft duschen gehe, geht das halt alles immer so ein bisschen mit ab. Und dann sieht das immer so richtig eklig aus. Also ich habe auch mal geguckt, wie man das abbekommt, weil meine Hände sind immer richtig Durchfall, wenn ich die gemacht habe. Und ich zeige euch das. So, also es ist echt schlimm. Also es war ja vorher noch dunkler und dann sah es noch schlimmer aus. Und ich habe mal gegoogelt, wie das abgeht. Und in Google stand drin, dass man das mit Zitronensäure abbekommt. Also weil Zitronensäure wohl die Haut aufhält. Und dann habe ich das versucht. Also ich hatte keine echte Zitrone, aber da stand, es geht auch mit so einem Zitronensirup. Also dieses, diese Zitronensaft, ne? Dieses wisst ihr aus der Packung. Und habe das darauf gemacht, aber es hat gar nichts gebracht. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie lange einwirken muss oder so, aber es hat gar nichts gebracht. Und beim Abrubbeln ist es halt so, dass manche Stellen, wie hier, weil hier, ich wollte eigentlich meine Knöchel hier heller machen, also hell kriegen, also ne, ein bisschen heller kriegen, aber irgendwie ist es nur da unten hell geworden. Ich weiß es nicht, warum. Und es sieht halt richtig scheiße aus. Und ich habe übrigens nämlich einen neuen Selbstbräuner. Ich habe vorher mal den Selbstbräuner von St. Moritz benutzt, der halt sofort braun ist, wo man das auch sieht, wo man sich angemalt hat. Aber der ist halt richtig unangenehm. Also damit schlafen ist halt echt unangenehm und der riecht auch nicht so geil. Und der färbt halt. Also ich habe ein graues Bettlaken schon komplett braun gemacht. Ja, und dann habe ich halt geguckt, welchen man nehmen könnte und hat eine Freundin mir einen empfohlen, weil der ihn nicht abfärbt. Und das ist der hier. Der ist von Garnier und das ist der Natural Bronzer Selbstbräunungsmousse Autobronzante. Rio, ist das für ein Wort? Autobronzante. Was? Das Wort da. Ja, stell dir vor.
Autobahnzentrale? Ja, das ist eine andere Sprache, Selbstbräunermus, und dann ist die Übersetzung darunter. Ach so. Oh, das ist unendlich. Nee, das ist, weil ich hier reinpasse. Ja, den habe ich auf jeden Fall benutzt. Kannst du mal deinen Kaffee aus dem Kamera nehmen? Ich habe mir einen Eiskaffee gemacht. Lecker, darf ich probieren? Oh, da ist Lippenstift drauf. Ich mach so. Das ist kein Lippenstift. Oh, noch schlimmer. Boah, geil. Ich weiß. Kann ich auch einen? Keine Ahnung, sind wir da. Auf jeden Fall habe ich den benutzt und der ist eigentlich ist der ganz gut, weil der macht nicht so eine krasse Bräune, aber auf den Händen, ich konnte das ja nicht kontrollieren, wie viel ich da drauf habe. Alter, meine Hände habe ich eben schon gezeigt. Sieht aus wie Durchfall, die sehen auch immer noch aus wie Durchfall. Ich bin mir richtig unsicher, weil ich habe, und warte, ich habe dann noch den hier, der ist auch von Garnier. Das ist aber so ein Spray, Selbstbräunungsspray. Ne? Das ist aber sehr ölig. Also ich habe... Ich hatte auf dem Bein, als ich das gekauft habe, habe ich das mal ausprobiert, habe ich es raufgesprüht und dann hatte ich so einen Fleck da drauf, also einen dunklen Fleck. Und du hast es auf dem Fuß gesprüht. Ich habe es auf einen Fuß gesprüht und das war erst am nächsten, also ich habe das so gegen 16 Uhr gemacht und erst am nächsten Tag morgens, nachdem ich duschen war, ist mir aufgefallen, dass mein einer Fuß so viel brauner ist als der andere. Natürlich aus. Das Ding ist halt, ich dachte, das geht schneller, dass man das sieht. Und deswegen habe ich noch mehr drauf gemacht und die Hand, die war so dunkel, ne? Habe ich den für den Rücken genutzt. Weil ich komme da so nicht so 100% an meinem Rücken an. Da ist immer so ein kleiner Fleck in der Mitte, wo ich einfach nicht ankomme. Von links nicht, von rechts nicht, von oben, von unten nicht. Und deswegen habe ich das darauf gesprüht. Also es ging eigentlich so. Doch. Nee, als ich das benutzt habe generell. Also. Den ersten Tag, wo man es drauf hat, abgesehen von den Händen geht es. Und dann aber, wenn man es abgewaschen hat, also öfter duschen jetzt war, dann ist es halt eklig, weil überall so Flecken sind. Weißt du? Boah, wir müssen mal dieses Zeug, dieses Starbucks, weil dieses Cream das kaufen. Das gibt es aber nicht hier in Deutschland. Kann man bestellen, stimmt. Ja, oh, richtig geil. Ich habe bei TikTok gestern so eine Flasche gesehen, so eine Milchpackung, durchsichtig als Flasche. Also es war, als Milchpackung konntest du aber trotzdem ganz oben aufdrehen als Deckel. Da kannst du aber, dann gibt trotzdem noch den Deckel wie bei der Milchflasche. Also zwei Deckel, sag ich mal, in einer Flasche. Kannst du in einem kleinen Strohhalm zum Beispiel reinstecken. Du kannst aber auch zumachen, sodass du die große. Das fand ich voll geil, weil es halt auch durchsichtig war, weißt du? Testverein und so. Obst drin. Okay, meine lieben Leute, es ist schon wieder Eskalation im Hause Piel, weil Jule Piel nämlich schon wieder 22 Wäschekörbe hat, die sie nicht ausgeräumt hat. Nö. Wie jedes Tag. Immer. Aber ich kann euch erklären, warum ich es nicht getan habe. Das erste Teil, was auf dem Wäschekorb lag, ist ein Sweater. Pass auf, meine Schublade, wo meine ganzen Sweater drin sind, ist voll, Leute. Wohin damit? Wohin? Tell me. Deshalb, das ist der Grund, warum ich meine Wäschekörbe nie ausräume. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt machen soll. Das kreist, geht alles kaputt hier. Send me help. Send me help. Und ich hasse das Pullover aufzuhängen. Weil ich brauche einen Pullover, den hole ich da mal fix aus der Schublade raus. Und den kann ich ihn anziehen. Nicht so. Nicht mit mir. Hallo meine Freunde, wir haben schon wieder den nächsten Tag und ich muss mich jetzt beeilen. Ich werde in 8 Minuten abgeholt und ich muss noch eine andere Hose anziehen, weil wie ihr seht, habe ich gestern meine Haare ein bisschen wieder blond gemacht. Also man sieht nichts auf dem Kopf, aber auf der Hose. Okay, kurz ein Speed-Outfit-Check. Ich habe eine Jacke an von Zara, die habe ich von meiner Schwester geklaut. Ich habe die schwarze Jeans an, die ich euch schon mal gezeigt habe und weiße Pumaschuhe. So, ich stehe jetzt draußen, werde gleich abgeholt. Ist, es sollte regnen und heute brutal Sonne. Richtig geil. Ja, wir sind jetzt gleich da und dann düsen wir los. Um 4 ist übrigens der Termin.
kurzer Einspieler beim Schnitt. Und zwar habe ich gar nicht gezeigt, also es ist jetzt krank, weil der Selbstbräuner dran war. Es ist das Tattoo geworden. Das hat Larissa auch. Das ist jetzt ein Freundschaftstattoo geworden. Ich habe noch zwei mehr. Keine Freundschaftstattoos, normale Tattoos, aber das ist jetzt so das dritte. Hallo. Das ist jetzt bei Kia. Und es ist peinlich. Hier ist die fette Schlange. Hallo. Ja. Ich habe Cola in der Maske. Zeig mal nicht, ey. Mal heute. Bin ich happy, dass ich eine Maske gerade auf habe, weil ich mich so fühlen würde, ne? Wild. Ja. Und 18.30 Uhr und dann gehen wir einkaufen. Für Larissa. Ich kaufe nichts mehr. Tschüss. Wir sind jetzt im Ikea. Ja, wir sind jetzt im Ikea. Guck mal, da. Oh. Guck mal da. Wir düsen jetzt die Rolltreppe hoch. Richtig nice, feier ich. Oh, ich mach die Lampe. Guck mal, Leute, der Spiegel ist doch geil. Du kriegst am Rädchen, da wird die heller. Das nennt man auch Dimmen. Guck mal, ich könnte aus meinem Bett, wenn ich das wollte, da so eine Dinger ranhängen. Und zuziehen. Ja. Und dann geht das wild ab. Und denk, okay. Scherz. Okay. Wie ging die Lampe? Aber wenn es liegen ist. So ist richtig blogger live, Alter. Das ist aber auch richtig peinlich. Vielleicht denken die alle ja auch, ich wäre eine richtig fame Vloggerin aus Köln. Vielleicht. Vielleicht. Ich auch. Oh, wahrscheinlich! So. Das ist mein Platz. Sie möchte nämlich direkt in eine Villa ziehen. Die Bude mal in die Luft gehen, oder? Sie möchten mich direkt in eine Villa ziehen. Ja. Hier ist nämlich unser Haus. Das ist ja Premium. Oh, das wird mein Tante. Geil. Got it. Das ist eine gute. Ja. Ich schütze mein Kind. Auf den Dreckskack da. Ja. Sigrid. Sigrid. Das über Dinger, die wir denken. Nee. Das ist mein Kühlschrank. Was kann der? Da kann ich hier schranken. Richtig witzig. Der ist ja so klein. Ach, geht. Aber der ist doch American nicht. Steel, glaube ich. Warte mal. So, ja. Das ist mehr Tiefkühltruhe als Kühlschrank. Ja. Nee. Wir haben gar keinen Wagen genommen. Hier dürfen wir, hier oben sowieso nicht. Ach so. Haben die in Bilderrahmen gemacht? Ja, auf jeden Fall nice. Oh, die Lampe. Genau, das so ist Lampe mein Haus. Haben. Ich bin nämlich gerade eingezogen hier. Keine Küche. Wer ist er? Das ist mein Mann. Der steht nämlich immer auf. Mann? Der steht nämlich immer auf dem Tisch. Genau.